Hallo, hier ist wieder euer Weehawk LP. Wir müssen uns beeilen, denn der gute Jack hat Nasenbluten. Deswegen lege ich auch mal direkt los und laber gar nicht erst lang rum. Wir müssen einen Weg finden, unser Taschentuch zu desinfizieren. Das hat mit dem Flachmann nicht geklappt, beziehungsweise ich habe eine Vermutung. Es kann eigentlich nur der Flachmann sein. Wir probieren es nochmal in der Nahansicht. In Anbetracht der zuerst muss ich es aber... Ja, genau. Wir müssen nämlich dieses Taschentuch desinfizieren, bevor er seine Blutung damit stoppen kann. Wir benutzen den Flachmann nochmal in der Nahansicht. Was anderes finde ich hier nicht. Jones Rye ist ein gutes Desinfektionsmittel. Also doch. Prima. Ich kann das Taschentuch nicht die ganze Zeit an meine Nase halten. Ich muss es irgendwie fixieren. Das habe ich mir gedacht, aber auch dafür haben wir eine gute alte Lösung. Genau, nämlich das hier. Klebeband ist perfekt, um die Bandage auf meiner Nase zu fixieren. Du sagst es, Jack. Also ja, nimm es. Das sollte funktionieren. Besser. Aber ich bezweifle, dass die Bandage lange halten wird. Ich muss hier so schnell wie möglich raus. Jack, zeig dich mal, zeig dich mal. Hey, ist da draußen jemand? Hey, Schnüffeler. Bist du da drin? John? Bist du das? Wen du erwartest. K, hier ist John. Wie zum Teufel kommst du hierher? Ich bin gesucht nach dir bei Ellis Island. Aber du hast verschwunden. Also, ich bin gegangen zurück zu deinem Freund im Club. Du bist zu Greta gegangen? Ja, dein Freund mit roter Haar. Aber als ich zum Club komme, ich sehe sie und Mädchen in Auto steigen mit gleichem Mann, den ich sehen am Hafen. Verdammt, sie haben sie schon. Ich habe Entscheidung gemacht, Wagen hierher zu folgen. Aber sie nicht lange hier bleiben. Mann vom Hafen treffen Frau und zwei Männer. Sie sprechen über Fährenschiff, das wartet auf sie und dann sie gehen. Weißt du, wo sie hin sind? Ich nicht wissen. Vor halbe Stunde sie gegangen. John! Du bist ja nur zur Abwechslung mal richtig hilfreich, wobei eigentlich warst du es die ganze Zeit. Ich meine, du hast uns immer rumkutschiert und... Wow, sehr schön. Wo sind wir? Oh Kumpel, du jetzt in meiner Stadt, in Chinatown. Wow! Kannst du mir helfen, hier rauszukommen? Nein. Einziger Eingang das hier und ich kann nicht aufmachen. Ich gehe zurück und versuche einen Weg nach draußen zu finden. Okay. Ich bin mir sicher, dass wer auch immer diese illegale Brennerei aufgebaut hat, auch an Fluchtwege gedacht hat. Für den Fall, dass die Polizei vorbeischaut. Gut. Wenn dem so ist, dann sehen wir uns hier mal genauer um. Wir haben ja jetzt keinen Zeitdruck mehr. Wir lassen uns die Hotspots anzeigen. Und da fällt mir als allererstes dieses Symbol hier auf. Was hat es denn damit auf sich? So etwas passt nicht wirklich zu einer illegalen Schnapsbrennerei. Was? Oh, nein. Ich fürchte, das ist nicht gut. Oh ja, das ist ganz und gar nicht gut, fürchte ich. ja, kleiner Anhaltspunkt wäre nicht schlecht. Wie sieht denn ein chinesisches Symbol normalerweise aus? Tja, das ist die Frage, nicht? Ich kann hier, glaube ich, so viel rumprobieren, wie ich will. Das wird... ohne Anhaltspunkt nicht hinhauen, oder? Obwohl, das sieht doch ganz hübsch aus. Ach, nee. Okay, lassen wir das. Vielleicht finden wir hier irgendwas. Hier sind ja Symbole überall. Zum Beispiel hier. Was ist denn das? Können wir uns das nicht genau ansehen? Das ist das. Ja, ich weiß. Das willst du auch in deinem Büro irgendwann mal haben. Ich glaube nicht, dass... Ja, ja. Das könnte aber das richtige Symbol sein, oder? Oh, ich glaube, das ist das richtige Symbol. Jetzt muss ich es mir nur kurz aufmalen und ich bin ein schrecklicher Zeichner. Das mache ich mal eben hier so. 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 Und so. Das sieht eigentlich relativ original aus, wie ich das gerade abgemalt habe.
Ich gucke mal, ob das das Symbol ist, weil das ist es bestimmt, oder? Leute, was anderes kann es nicht sein. So, dann müssen wir diesen Balken hier unten nämlich quer hinlegen. Und genau so. Und... Na, du sollst das nur ganz leicht bewegen, Jack. Nicht immer um zwei. Hm. Komm, nur eins weiter noch. Komm. Ja. Mann, das ist blöd hier mit der Steuerung manchmal. Aber gut. Genau. Das hier muss dann nach unten zeigen, aber ich glaube eher so. Was? Wie? Nein! Das kann nicht sein! Vielleicht doch andersrum? Nee, das haut doch so nicht hin. Ist das nicht dein Ernst? Spiel! Vielleicht so? Nee, so auch nicht. Hä? Das verstehe ich nicht! Okay, das haut so nicht ganz. Das hier unten kriege ich auf gar keinen Fall auf eine gerade Linie. Oh Mann, also dieses Spiel ist böse. Vom Rätseldesign her manchmal. Ich will nicht sagen, dass das Rätseldesign schlecht ist, um Gottes Willen. Das bestimmt nicht, aber... Oh. Hier wird man teilweise echt wahnsinnig. Aber das hier ist auf jeden Fall richtig. Der Balken muss so stehen und ich glaube, dass das hier auch richtig ist. Jetzt kommt es hierauf an und da hatte ich eigentlich die Vermutung, dass es so richtig sein müsste. So sieht das Zeichen nämlich am originalsten aus. Das kann doch nicht sein, das muss stimmen. Warum stimmt das nicht? Diese beiden Haken hier nach oben, die stören mich aber auch noch ein bisschen. Ich gucke mir das Symbol nochmal an, vielleicht habe ich irgendwas falsch gemacht. Das Problem ist, ich kann hier auch nicht näher ranzoomen, das ist ein bisschen doof. Das stimmt so, dieser kleine Balken steht hier so quer und der andere auch und der lange so. Und dann ist hier ein langer gerader Strich, dieses kurze Ding in der Mitte und das kann da eigentlich nur so sein. Das geht doch nicht. Ich mach mal einen Cut. Das gibt's doch nicht, wie geht denn das? Das verstehe ich langsam nicht mehr. Dieser eine Strich hier, der war doch definitiv so quer. Der war doch so gewesen. Jetzt hat's geklappt! Ich wusste doch, dass es hier einen Geheimgang gibt. Das gibt's doch nicht! Ich hatte das vorhin doch genauso gehabt! Spielt mir mein Gedächtnis jetzt gerade einen bösen Streich oder hat das Spiel mich verarscht? Ich hatte das doch vorhin genauso gehabt? Oder irre ich mich da jetzt? Hatte ich da vorhin irgendwas anders? Ich bin mir ganz sicher, dass ich das Symbol genauso aufgebaut habe! Das Spiel verarscht mich! Oder meine Erinnerung. Eins von beiden. Ist auch egal, ist müßig darüber zu diskutieren. Wir haben es geschafft. Nach zwei Versuchen. Egal. Ja, jetzt sind wir in der Kanalisation, so wie es aussieht. Oh Gott. Es ist nie gut, in die Kanalisation zu gehen. Am Ende wartet hier noch ein Vorstadtkrokodil auf uns. Wir erinnern uns an The Last Ninja 2, für diejenigen, die es bei mir gesehen haben. Es werden nicht allzu viele noch sein. Egal! Was ist das hier? Obwohl, bevor wir hier reingehen. Hier, Hotspots. Hotspots. Rostige Haken und Stricke, die schon bessere Zeiten gesehen haben. Nimm sie mit! Ich nehme eines der Seile mit. Juhu! Ich habe gleich ein paar davon eingesteckt. Die werden sich vielleicht noch als nützlich erweisen. Man kann nie genug davon haben, Jack. Niemals. Ich brauche im Moment kein Bitumen. Echt? Wieso nicht? Fässer voll mit nunmehr steinhartem Bitumen, das wahrscheinlich einst für Reparaturen hierher gebracht worden ist. Schnapp's dir!
Das Wissen, dass hier unten die Abwässer aus den ganzen Apartments durchfließen, macht meinen Aufenthalt hier nicht angenehmer. Ach, Jack. Stell dich nicht so an. Das kann doch nicht so schwer sein, hier durchzulaufen. Was ist das denn hier? Teile dieser Kontrolltafel sind verbrannt. Die Luftfeuchtigkeit scheint einen Kurzschluss verursacht zu haben. Damn! Von den vielen Ratschlägen, die Mutter mir als Kind gab, erinnere ich mich besonders an den, dass ich meine Finger niemals in die Steckdose stecken darf. Ich glaube, an den Ratschlag halte ich mich heute auch. Ja, das ist immer eine gute Idee, Jack. Man sollte immer auf Muttern hören. Auf jeden Fall. Jack, du bist ein leuchtendes Vorbild für uns alle. Es ist so dunkel hier, dass man die Hand vor Augen nicht sieht. Schweinerei. Da können wir doch was gegen tun. Ein Feuerzeug haben wir doch hier. Aber das wird nicht viel nützen, oder? Das geht so nicht. Da bin ich mir sicher. Du hast doch nicht etwa Angst im Dunkeln, Jack. Und warum baust du dir keine Fackel? Ah, ich weiß schon. Weil du nicht weißt, wie. Schaut euch den Jack Del Nero an. Weiß nicht, wie man eine Fackel baut. Da gibt's nichts zu lachen. Er ist ein armer Hosenscheißer. Nein, Quatsch. Das musste ich einfach mal bringen. Natürlich liegt die Lösung auf der Hand. Es ist ja nicht allzu schwer. Ich habe eben nicht richtig in mein Inventar geschaut. Wir haben ja noch etwas dabei. Etwas, womit wir Licht ins Dunkeln bringen können. Etwas, ja, bei dem Mario nicht No sagen würde, wenn es um die Frage geht, ob er denn ein Licht mitgebracht hat. Denn wir haben ein Licht dabei. Die Taschenlampe. Willkommen, meine Damen und Herren. Unsere Führung durch die Kanalisation von New York mit ihren atemberaubenden Landschaften beginnt sogleich. Guter Spruch, Jack. Und ich würde mal sagen... Oh Gott, was passiert hier? Oh, das wird schön. Das wird wahrscheinlich genauso schön, wie sich durch die Bibliothek zu manövrieren. Oder durch das Museum, meine ich. Durch das Museum. Ach, herrlich. Jack, da wird eine Menge passieren. Und wir erleben es. Aber erst im nächsten Part von Face Noir. Oh ja. Spannungsbogen.